Was schön hier. Gefällt mir. Oh, da sieht man aber gar nichts, ne? Das Schwimmen sieht auch ein bisschen lustig aus irgendwie. Ah, da habe ich irgendwann noch einen Edelstein gesehen. Weiß nicht, hier ist, kann ich das irgendwie nicht so gebrauchen mit der umgekehrten Dings, weil ich habe es mir jetzt irgendwie angewöhnt, mit dem rechten Analogstick die Kamera zu drehen. Ich mache das doch, glaube ich, wieder aus. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Riptor die Burg angenommen. Und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Ja, mach ich. Alles klar. Um zu gleiten. Oh, ein Froschi. Hallo. Was hat der denn für Dracula-Zähne? Süß. Okay. Das war's hier unten schon. Und da steht jetzt auf einmal der Olle Jäger. Mal gucken, wie er gleiten ausspricht. Hallo Spyro. Ripto hat die Brücke zerstört, also musst du hinübergleiten. Drück Sprung und dann erneut Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Das hört sich doch um einiges netter an. Und dann können wir hier auch nach dem Easter Egg gucken, ob das hier noch ist. Nee, haben sie weggemacht. Weil hier war ja irgendwie der Name an der Wand von irgendeinem Kind, von einem Mitarbeiter oder so. Haben sie aber weggemacht. Was ist das für ein Schatten? Ah, guck mal, die Spitzen da. Götzenquelle. Hieß das nicht Götzenbach? Kolosse. Die Libelle Sparks, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie leuchtet, desto mehr Trefferpunkte hast du. Warum heißt es Kolosse? Das heißt Kolossus. Das wundert mich ein bisschen, dass sie das geändert haben. Ich dachte gerade, dass... ich dachte gerade, die beiden Frösche wären zwei Edelsteine. Das ist aber auch schön hier. Welt allgemein gefällt mir mit dem vielen Grün. Ich glaube, man braucht 500, ne? Die haben wir aber noch nicht. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. 500, ja, gut. Dann müssen wir ein anderes Level machen. Ich denke mal, hier werden wir jetzt nicht noch genug Edelsteine finden. Ups. Hey, Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch, auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Mhm. Ah, hier ist ja Wasser. Interessant. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. So.
Sieht echt schön aus hier. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht, nach vorne zu drücken. Ich finde aber schön, dass sie Jäger einen Pfeil und Bogen gegeben haben. Weil jetzt macht der Name auch Sinn. Wow, du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Ich hätte zwar auch... Tja, warum nicht? es hätte zwar auch Sinn gemacht mit dem Namen Jäger, weil er ja irgendwie ein Gepard oder was auch immer ist. Irgendwas Katzenähnliches. Weil die sind ja auch Jäger. Aber jetzt macht es halt noch viel mehr Sinn, ne? Gut, wie viel Dings haben wir? Es reicht nicht, okay. Dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Level an, mit dem ich immer anfange. Die Götzenquelle. Aber das macht keinen Sinn, weil wir müssen... Wir müssen tauchen da drin. Deswegen fangen wir einfach mit Kolossus an. Ganz einfach. Ich glaube, dahinter lagen noch zwei Edelsteine. Aber egal. Oh nein, hier gibt's das komische Eishockeyspiel. Verdammt. Ich mag das Blau hier. Gute Musik. Ein Yeti hat unsere Heimat verwüstet, aber wir konnten ihn einfangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Türen und führen dich zu ihm. Der Harry. Ach, die Pinguine da. Komm mal her, ich will dich angucken. Weil der ist ja schon süß, den will man eigentlich nicht töten, ne? Ich lass dich mal am Leben. Wenn ich mich konzentriere, sollte ich diese Tür für dich öffnen können. Dankeschön. Die haben ja Eishockeyschläger an der Hand. Was waren vorher? Waren das, meine ich mal, so dicke Buddhas, ne? Das waren nicht die Einwohner von hier. Also bisher gefällt mir das Level sehr gut. Ah, ich vergesse es jedes Mal, dass wir keine Edelsteine von denen bekommen, ne? Ich hoffe, ich werde mich noch dran gewöhnen. Beim dritten Teil ist, glaube ich, schon wieder anders, ne? Wozu braucht man Schlüssel, wenn man so schön singen kann? Gegner wie diese Jacks sind zu groß zum Anstürmen. Mit deinem Flammenangriff solltest du große Gegner locker besiegen. Locker. Na, Spyro, wollte ich gerade sagen. Sparks, was ist da los?
Jeder besiegte Gegner setzt ein Geistpartikel frei. Die Geistpartikel aktivieren das Power-Up in der jeweiligen Welt. Wenn ein Power-Up inaktiv ist, musst du also mehr Gegner besiegen. Weiß Bescheid. Die sind so süß, die Pinguine. So, da haben wir noch zwei Kisten. Ich hab's einfach mal gemacht, einfach weil es auch im ersten Teil ein Bild gab, was man abfackeln musste. Hey, guck mal, was ich kann. Vor allem das schallt hier auch noch richtig. Ich muss sagen, wo ist die Musik hin? Hat Bugs einfach mal nicht das Leben eingesammelt. Ist auch okay. Okay. Wieder irgendwas zu uns zu sagen? Denk an Jägers Tipp. Du gleitest am weitesten, wenn du Sprung ganz oben beim Sprung noch einmal drückst. Mhm. Das wollte ich auch mal ganz oft im ersten Teil machen, um den Flug abzubrechen. Nur erschreckt man sich dann immer ein bisschen, wenn der dann einfach runterfällt, weil der den Flug halt total abbricht. Ach, guck mal, eine Skisprungschanze. Oder sowas. Okay, dann gehen wir schon mal zum Ende. Ich bin ja eigentlich friedlich, aber ich finde, du solltest diesem Yeti mal einheizen. Er ist jedoch recht zäh. Ich bin nicht sicher, ob du es schaffst. Ob du das schaffst? Ja, wie sagt man so schön? Yetis, die bellen, beißen nicht. Wuff, wuff. Ich habe nur unseren heiligen Talisman behütet, um sicherzugehen, dass der Yeti ihn nicht frisst. Der ist ein bisschen durch, oder? Es ist so schön, wie es sich aufbaut. So, wir holen jetzt aber hier erstmal den Rest und gehen dann nach hinten. Ah, doch keine Sprungfeder. Weil da hat mir die Sprungfeder aber besser gefallen. Vor allem auch das Geräusch dabei. Das stimmt ja, hier ist der The Ghost. Glück, dass du den bösen Geist verscheucht hast. Aber jetzt versteckt er sich in den Statuen. Wenn du alle 10 Statuen entzündest, kommt er bestimmt nicht wieder. Was ist mit dem mittleren Stern los? Er sieht so dunkel aus. Na gut, dann machen wir das schon mal. Dann fliegen wir zum Anfang zurück, würde ich sagen. Oh, cool. Ich nenne sie mal verseuchten Statuen, sehen echt cool aus. Oh, fliegen wir mal gerade hier runter. Also springen eher. War ja kein Fliegen. Machen wir hier die dicke Rakete. Wunderschön. Kommen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ausprobieren. Doch. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Schweben uns weiter nach vorne bringt als im Original. Habe ich nur das Gefühl.
So. Ich weiß nicht, ob hier vorne noch welche waren, deswegen gucken wir einfach mal. Ich glaube nicht. Nee. Gut. Haben wir eine Zahl unten irgendwo? Ja, 4. Jetzt haben wir die Hälfte. Hallo? Jetzt haben wir die Hälfte. Ah, hier ist noch eine. Ich muss mal gucken, was er da gleich in der linken Hand hat. Ich habe das noch nicht so ganz wahrgenommen, was das war. Achso, hier waren wir ja schon. Hier noch was? Ja. Jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, was er in der Hand hat. Mann. Also in seiner rechten Hand. So, hier war auch noch was. Stand irgendwo da. So, dann ist da oben noch eine und auf dem Weg zum Eisdingsbums noch eine. Gehen wir erstmal oben. Der Finger oben wird man dich loben. Gelle. Oh, da. Ne, ich dachte, da wäre ein gelber Edelstein. Auch eine schöne Höhle hier. Hm, gefällt mir. Na? So, hier oben ist dann nichts mehr. Genau. Dann können wir hier unten hin. Und den letzten holen. Gut gemacht, Spyro. Du hast den bösen Geist vertrieben. Nimm das hier. Ich habe es aus dem Tempel geliehen. Die brauchen es da nicht. Ja, genau. Ich hab's mal geliehen, die brauchen das nicht. Vor allem geliehen. Macht er eigentlich noch die Geräusche? No. Aha. Nee, leider nicht. Schade. Ich hab das Geräusch immer so gemocht. Aber mir gefallen die ganzen... Mir gefallen die ganzen Heißluftballons da drüben. Ich glaube, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen. So, dann können wir ja jetzt uns zum schönsten Event rüber machen. Ich freue mich. Achso, Eis. Lässt sich, glaube ich, besser steuern. Als im Original, glaube ich. Da ist auch ein riesiger Hockeyschläger. Also sieht man auch, der hat 2 für uns. So, wir haben auch alle Edelsteine, dann würde ich sagen. Ah, Spyro, willkommen. Hockey ist so ein friedvoller und beruhigender Sport. Willst du ein Spiel gegen unseren Torhüter wagen? Ein friedvoller und beruhigender Sport. Du hast 2 Minuten Zeit, um 5-mal in das rote Tor zu treffen. Ich hoffe, man kann noch reinfahren bzw. den Trick machen, den ich sonst immer gemacht habe. Weil sonst bin ich, glaube ich, aufgeschmissen. Oh, leggy, leg, leg. Bitte was? Moment. Yay! Okay. Ah! Okay, das geht ganz gut. Ah!
denke mal, es wird hier die gleichen... verdammte. Ich denke mal, es wird hier die gleichen Könnerpunkte geben wie im Original. Das heißt, wir müssen gleich ohne Gegentor gewinnen gegen den Spacko. Bam. Gut gemacht. Hier. Okay, das ging ja schon mal ganz gut. Hast du Lust auf ein Spiel Mann gegen Mann? Mann gegen Mann. Wer zuerst 5 Tore hat, gewinnt. Du spielst auf das rote Tor. Los geht's. Los geht's. Uga, uga. Das war doch schon mal super. Sehr gut. Spyro! Spyro! Da! Nicht getroffen, verdammte Scheiße. Eieieiei. Ich will jetzt nichts sagen. Weil dann läuft es nämlich nicht mehr. Einmal noch. Yes. Gut gemacht. Hier. Wenn du lange genug drauf starrst, siehst du vielleicht nichts mehr. Es war auf jeden Fall einfacher als im Original, das muss ich sagen. Es war auch langsamer, habe ich das Gefühl. Haben wir jetzt alles? So alle? Ja, 100% des Levels abgeschlossen. Wunderbärchen. Aber wir können ja auch mal gucken, ob Fähigkeitspunkte. Auf dem Götzen landen, ja. Horikos. Alle Windmühlen. Alle Meeresalgen. Oh nein, das haben die drinnen gelassen. Die Strecke 100 unter 1 Minute 10. Perfekt. Skelos Einöde. Das war, glaube ich, einfach alle Dinger da kaputt machen. Alle Kakteen. Alle Bäume, 3 Runden Superladung. Das sind, glaube ich, alles genau die gleichen. Ja. Gut. Ach, das war der Puck, den er in der Hand hatte, glaube ich. Ja gut, dann können wir jetzt abhauen, ne? Ab nach Hause. Können wir endlich Götzenbach machen. Super. 853 Edelsteine. Was eine tolle Zahl. Wir holen uns jetzt erstmal die Fähigkeit zu tauchen. Machen den Rest fertig, soweit wir können. Und dann gehen wir in Götzenquelle. So heißt es. Moment mal. Doch, da haben sie es auch Götzenquelle genannt. Ich dachte, sie hätten da was verpeilt. So. Hallo Spyro. Möchtest du lernen, wie man unter Wasser schwimmt? Ich könnte es dir zeigen gegen eine kleine Gebühr. Toll. Okay, wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Mit Stürmen tauchst du unter. Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Gut. Oh, schön.
Das gefällt mir, dass das auch so einen Blaustich hat. Manche Edelsteine liegen ja irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich. Okay, wir gehen erstmal hier vorne dann hin und holen uns den Rest da. Dann haben wir den Bereich nämlich auch fertig. Ah ne, es ist nur Rasen. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Rucksack oder sowas. Ja, die liegen hier ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Da ist nix. Na gut. Dann sollten das hier eigentlich nicht unsere letzten Edelsteine sein. Jetzt wollte ich gerade schon Zeug quatschen. Yay! Da war ein kleines Feuerwerk. Dann können wir hier weitermachen. So. Ich finde, das sieht immer noch aus wie in so einem Schwimmbad hier irgendwie. Oh, mal gucken, ob sie das mit dem Aktiv und Passiv, ob sie es immer noch drin haben. Ich denke nicht. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talismane, um uns zu helfen, Ripto zu besiegen, bevor er Avala einnimmt. Oh, und sammle auch weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir, zurück in die Drachenwelt zu kommen. Hier haben wir einmal Horikos. Und Sonnenstrand? Ja. Das haben sie, glaube ich, gelassen, wie es war. Vom Namen her. Okay, dann quatschen wir einmal mit Elora. Oben auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Dann hing da irgendwas im Baum. Was ist das? Was hängt da im Baum? Gefällt dir der aktive Kameramodus? Wenn nicht, kann ich ihn auf den passiven Modus zurücksetzen. Die Kamera im Spiel auf passiv stellen? Nein. Okay, dann lasse ich es so. Vergiss nicht, dass du den Kameramodus auch selbst im Optionsmenü ändern kannst. Na gut, haben sie geändert. Hätte mich auch eigentlich gewundert, wenn nicht. So. Elora. Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses besondere Portal aktiviert. Auf der Ozeanstrecke findest du keinen Talisman. Aber wenn du schnell bist, findest du viele Schätze. Viel Spaß. Dankeschön. Ist ja nicht Ozeanring? Warum haben die das geändert? Ich verstehe es nicht. Das macht keinen Sinn. Feuerwerk, das finde ich super. Kriegen wir das auch, wenn wir die von Leuten bekommen?